reden wir nicht länger. Was macht mein Haar eigentlich heute? Um den heißen... Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar hat mich die Luxury Box erreicht. Hier ist sie in diesem wunderschönen Karton. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, und in dieser Box befinden sich Produkte aus dem Bereich Beauty, also Pflege, Make-up und Düfte. Alles im sehr hochwertigen Bereich, also du bewegst dich da pro Box ungefähr bei 150 bis 200 Euro Warenwert. Deswegen bin ich auch wirklich ungeschminkt. Ich habe halt mein Make-up von heute Morgen, ne? Also Mascara und Eyeliner habe ich drauf, ansonsten 0,0 in meinem Gesicht. Ja, die Luxury Box, die kommt alle 3 Monate zu dir nach Hause und kostet, je nachdem welches Abo du wählst, ungefähr 39,95 bis 49,95. Pro Box hast du ungefähr 6 bis 8 Produkte drin und ja, es ist meine erste Luxury Box, deswegen ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Und das Geilste an dem Ganzen heute ist nicht nur, dass ich diese geile Box bekommen habe und die geilen Produkte, die da drin sind. Nein! Ich darf auch noch eine davon an euch verlosen. Da hat Luxury Box sich nicht lumpen lassen und gesagt, klar, Claudi, komm, hau raus. Reden wir nicht länger um den heißen Brei drum zu. Ich reiß das Ding jetzt auf. Ich bin wirklich gespannt. Ja, ne? Ist noch zu. Ha! Es ging in eins los. Das ist schon mal sehr positiv anzumerken an dieser Stelle. So, hier ist die Box. Let's celebrate together. Ich denke, dass gefeiert wird, dass die Luxury Box jetzt zusammen mit der Cosmopolitan arbeitet, glaube ich. Weil hier steht jetzt auch immer neuerdings drauf, sag hallo zu Sammy, bei Cosmopolitan. Und ich denke, dass wir das jetzt einfach mal zusammen mit der Luxury Box feiern dürfen. So, ich entferne mal diesen Header, sage ich mal. Und ja, so sieht die Box aus. Hier vorne hast du dieses, ja, diese Blume, diese, ne, das ist sehr royal, was da drauf ist. Dann ist die Box gelb und hier hinten hast du auch nochmal schwarz und dann in grau, in hellgrau, dieses marmorierte, mit dieser Lotusblume ist es, glaube ich, mit dabei. Ich habe mich heute auch ein bisschen schick gemacht, das ist ein Kleidchen. Ja, man möchte sich auch entsprechend stylen für das Unboxing der ersten Luxury Box, die ich hier hatte. So, hier haben wir die Box. Das Seidenpapier ist ein bisschen verrutscht, aber ich rieche erstmal dran. Und ich rieche nichts. Dann mache ich mal das Siegel auf. Oh, guck mal, hier ist ein Kärtchen mit dabei. Luxury Box. Ihre Luxury Box wurde mit viel Liebe und größter Sorgfalt zusammengestellt von Marita. Viel Freude beim Entdecken. Voll schön. So, was haben wir denn hier mit dabei? Luxury Mag. Also das ist das Magazin, MAG, Mag, ja. Ne, macht Sinn. Da steht dann drin, was drin ist, welche Produkte, was für Preise. Ich gucke schnell, ja, da sind auch Preise mit drin. Ich gucke mal, wenn da Rabatte drin sind, wie immer, ich schreibe euch das unten in die Infobox rein. Genauso wie auch die Infos zur Verlosung, alle Informationen wegen dem Gutscheincode und. Alles steht unten in der Infobox drin. Für Sie als Luxury Box Abonnentin 3 Ausgaben der Cosmopolitan gratis. Ach cool, dann hast du hier einen Gutscheincode, den ich jetzt mal verdecke. Und kriegst dann 3 E-Paper von der Cosmopolitan gratis. Finde ich cool, die lese ich gerne. Ich habe hier einiges an diesem edlen Krüppelpapier. Und nehme einfach mal das raus, was jetzt schon rausgeragt hat. Und zwar haben wir hier von Ahuhu Organic Hair Care, ach Gott, Hyaluron Body Wash, Hydro Body Wash, intensive Feuchtigkeit mit Hyaluronsäure. Die ist hier noch eingepackt, damit auch nichts ausläuft, die packe ich eben aus. Finde ich auch gut gemacht, dass die das dann nochmal einpacken, weil gerade sowas läuft auch schnell aus. Hier haben wir das Produkt, so sieht man das besser. So, in der Tube, meine Herren, ist das ein Oschi, oder? 500 Milliliter, wow. Wow, ich sag euch das, das ist riesig. Das riecht sehr, sehr frisch. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Frische Pflege. Mildes Duschgel mit einem extra an Feuchtigkeit spendenden Wirkstoffen auf der feuchten Haut aufschäumen und mit Wasser abwaschen. Gebrauch nur laut Anwendung. Augenkontakt vermeiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Guck an. Also ich denke, dass das... Hier steht ja... Achso, Ahuhu ist wahrscheinlich eine Marke, die Haarpflegeprodukte machen. Und das hier ist jetzt das Body Wash. Okay, also ist das ein Duschgel. Guck, dann habe ich hier drin von Olas Eis. Illum
meine Illuminating Eye Cream für dunkle Augenringe. Und da ich aktuell tatsächlich auch von Olas eine Augencreme in Verwendung habe, lasse ich die jetzt lieber mal zu. Denn ja, die haben ja immer nur eine gewisse Haltbarkeit und nicht, dass mir die schlecht wird. Was ich machen kann, ist, dass ich die aus ihrem Pöttchen mal, also nicht aus dem Pöttchen, aus der Packung mal rausnehme und euch mal zeige. So, dass ihr nämlich so wenigstens mal das Produkt an sich, oh, gucke mal. Oh, das ist ja, schau mal, da ist so ein Twister drin. Kennt ihr noch das Twister-Eis von damals? Ich finde, so ähnlich sieht das aus. Das sieht ja richtig geil aus. Cool. Das, ja, wird eine Freude, es zu verwenden. Das wird dann wahrscheinlich die beiden verschiedenen Stoffe, die da drin sind, eben das Gel und die Creme, ist es dann ja wahrscheinlich, vermischen, wenn man hier oben das aus dem Pumpspender rausholt. Auch richtig geil. Da freue ich mich drauf. Und das ist auch ein cooler Pumpspender, ne? Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, hier steht drauf, lässt die Augenpartie sofort strahlen, während das Aussehen dunkler Augenringe reduziert wird. Spendet sofort Feuchtigkeit und lässt die Augenpartie strahlen, um müde aussehende Augen zu vermindern. Sorgt mit der Zeit für eine ebenmäßige Haut. Geil. Das besondere Dual Swirl Gel oder Swirl Gel und die aufhellende Cremeformel, siehste, da ist eine Creme mit bei. Mit lichtreflektierenden Partikeln spenden Feuchtigkeit und reduzieren das Aussehen dunkler Augenringe. Finde ich super cool, aber erst benutze ich die andere Augencreme, die ich in Verbindung habe, und dann kommt die zur Anwendung. Da freue ich mich schon drauf. Das finde ich cool. Das ist ein tolles Produkt. Ja, jetzt habe ich hier ein Produkt, was ich aktuell in Verwendung habe. Und zwar ist das von Evo Eye, die A-Lash Formula. Das ist ein Wimpernserum, das man für die Wimpern und für die Augenbrauen verwenden kann. Das ist mit natürlichen Inhaltsstoffen. Und hier steht, stimulieren Sie nun noch intensiver das Haarwachstum für lange, volle und kräftige Wimpern. Einfach einmal täglich wie einen Eyeliner auf die Haarwurzel auftragen. Und zusätzlich dazu kann ich sagen, und auf die Augenbrauen. Denn da sind ja auch Haarwurzeln. Ich mache das mal auf, aber das hier werde ich mal in eine Verlosung auf jeden Fall mit reinpacken, weil ich das jetzt ja aktuell schon habe und auch in Verwendung habe. So sieht es aus. Das ist eine schöne, edle, schwarze Verpackung. Und das Bürstchen, was da drin ist, ich kann euch mal eben mein Augenserum holen, weil da muss ich das hier nicht aufmachen. Also, das hier ist quasi das, was ich jetzt demnächst mal verlosen werde an einen von euch oder einen nur von euch, ne? Hier seht ihr, es ist noch zu. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich mache jetzt euers auf. So, und hier habe ich jetzt meins. So. Genau, das ist so ein ganz, ganz feines Bürstchen, was da rauskommt. Und das kann man sich super wie einen Eyeliner auftragen. Und nachher nehme ich dann halt nochmal, dass ich reingehe und dann mache ich mir das hier auf die Augenbrauen. Und meiner Meinung nach hilft es. Vielleicht nicht so gut wie das von Isana. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mich da noch ein bisschen, ne, weil das muss ich auch noch aufbrauchen und alles. Und dann kann ich mehr dazu sagen. Aber es hilft auf jeden Fall. Genau, also das war auch mit drin und das wird aber demnächst verlost werden. Dann habe ich hier von Lancôme Advanced Genifique Activateur de Jeunesse, ein jugendlichkeitsaktivierendes Konzentrat. Auch das habe ich schon. Ich glaube, das habe ich sogar schon doppelt. Ui. Genau, das ist so eine süße Mini-Pipette. Und genau, das habe ich auf jeden Fall schon. Das heißt, auch das hier wird demnächst weiter wandern. Das ist ein Serum, was man sich aufträgt. Und dadurch soll quasi das jugendliche Strahlen wieder ins Gesicht kommen. Es ist so eine Art Öl oder, ne, nicht ganz Öl, aber halt Serum, ne? Es ist flüssig. So, und das macht man sich auf die Haut, nachdem man den Toner verwendet hat. Und genau, da macht man sich das Serum drauf, dann machst du dir die Augencreme drauf, jetzt habe ich mir ins Auge gepackt, au, und dann machst du dir die Feuchtigkeitscreme drauf. Und solche Serien finde ich einfach toll. Also da habe ich echt ein, zwei schon von, das heißt, das hier wird auf jeden Fall weiter verlost werden, ist aber ein geiles Zeug, wenn ich das mal so sage. Das nächste, was ich hier drin habe, ist von Matte Musky, eine Sleep Repair Renewal Nourishing Mask, also das ist so eine Nachtmaske, die man sich drauf machen kann. Ich persönlich bin noch relativ skeptisch gegenüber diesen Masken, die man über Nacht drauf lässt, weil ich bin ein Bauchschläfer. Stimm mal hier oben ab, ob du ein Bauchschläfer, ein Seitenschläfer, ein Rückenschläfer, wie auch immer bist. Ich bin ein Bauchschläfer und wenn ich eine Maske auf dem Gesicht habe und mich dann auf den Bauch hinlege, ich meine, ich lege mich ja nicht mit dem Gesicht direkt ins Kissen, ich lehne den ja zur Seite, ne, klar. Aber trotzdem denke ich, dass danach mein Kissen einfach auch sehr intensiv aussehen wird. Deswegen bin ich da immer etwas skeptisch. Was soll das überhaupt machen? Also das ist pH-neutral. Das soll reparieren, mit Feuchtigkeit versorgen, jung machen,
weich machen und schützen. Okay, ah, es ist noch zu, okay. Riechst jetzt auch nichts durch. Okay, man da, muss das mindestens 5 Stunden und maximal 10 Stunden drauf lassen. Und das heißt, theoretisch kannst du es dir auch am Wochenende drauf machen, dann einen halben Tag mit durch die Gegend rennen und dann kannst du es dir abwaschen. In der Theorie. Bin ich gespannt drauf. Ich finde das interessant. Ich finde es wirklich interessant. Und es ist nicht an Tieren getestet, es ist parabenfrei und es hat natürliche Inhaltsstoffe. Auch das ist super interessant. So, als nächstes habe ich hier von Bella Pierre einen Lippenstift mit drin. Ich kenne diesen Lippenstift schon, denn ich habe den in einer anderen Farbe. Ich liebe diese Verpackung. Das ist so uneben und oh, es ist so hochwertig, ne? Und das hier ist der Lippenstift Mineral Lipstick in der Farbe LS002 Envy. Und ja, jetzt kann ich mir endlich mal was drauf machen, Leute. Sehr, sehr gut. Oh, das ist eine schöne Farbe. Das ist etwas dunkler als Nude. Und wenn ich hier den swatche. Oh, der riecht auch toll, ne? Dann siehst du hier den Swatch. Jetzt mache ich mir den mal eben auf die Lippen drauf. Oh, der gefällt mir richtig gut. Ich mag dieses unheimlich leichte Gefühl, was ich jetzt auf den Lippen habe. Und ja, ne? Er gibt meinem Gesicht dann doch wieder ein bisschen mehr. Strahlen, das mag ich. Ich mag sowieso was auf den Lippen zu haben, Leute. Ja, das ist schon toll. Und die Farbe gefällt mir. Das ist so ein bisschen geht es auch ins Bräunliche rein, aber nicht zu extrem. Und ich komme ein bisschen näher. Bitte entschuldigt, Mr. Fred ist mal wieder am Start. Entschuldigung. Ja, es ist so leicht und so sanft und so cremig und so angenehm. Und ach, ich weiß jetzt nicht, ob der Kuss echt ist, aber er ist angenehm. Er ist total samtig auf den Lippen. Ich glaube nicht, dass der Kuss echt sein wird. Nein. Nein. Habe ich mir einen Kussi gegeben. Er ist nicht kussecht. Aber er ist toll. Gefällt mir richtig, richtig gut. Och Mensch, das war's schon. So tolle Sachen. Ich freue mich echt. Richtig geile Produkte. Und ja, ich freue mich, dass es auch weitergeht, dass ich die weiterhin alle 3 Monate bekomme. Und richtig geil. Freut mich. Also mein Total. absolutes Highlight-Produkt ist hier von Evo Eye, das Eyelash Formula. Es ist mega teuer. Ich glaube, das kostet 50 € oder sowas. Also Wahnsinn, dass sowas mit in der Box ist. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich von Luxury Box, dass ich diese Box kostenfrei zugeschickt bekommen habe und dass ich tatsächlich auch noch eine Box verlosen darf und dass ich den Gutscheincode habe. Alto Belly. Also, wie gesagt, alle Infos unten in der Infobox. Schaut gerne vorbei. Ich blende hier mal den Gesamtwert der Produkte ein und ich denke, er wird relativ hoch sein, weil wenn allein dieses Eyelash Formula 50 € kostet. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine Playlist zu den Unboxings meiner ganzen Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!